Als Abgeordneter schützt mich das Grundgesetz in meiner Freiheit, nämlich der Artikel 38. Und zur Freiheit des Abgeordneten gehört es beispielsweise im Gegensatz zu meiner Tätigkeit als Beamter in der Staatsanwaltschaft, wo ich objektiv ermitteln musste, dass ich zum Beispiel bestimmte Sachverhalte völlig einseitig sehe, weil ich zum Beispiel meinem Wahlkreis etwas Gutes tun will. Er sagt, dass die Abgeordnete durch das freie Mandat letztlich machen dürfen, was sie wollen, also sprich auch Bestechungsgelder annehmen, das sei vom Grundgesetz so vorgegeben. Und das ist falsch. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal ist es natürlich politisch falsch. Wir alle wollen nicht, dass Abgeordnete bestechlich sind. Aber zum anderen ist es auch juristisch falsch, weil das Grundgesetz sagt, dass das freie Mandat letztendlich auch beinhaltet die Freiheit von wirtschaftlichen Einflüssen, die Freiheit von Sonderinteressen, die sich auf Kosten der Mehrheit durchsetzen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung festgestellt. Insofern ist die Argumentation politisch als auch juristisch nicht haltbar. Und alle diese Argumente, die bis jetzt vorgetragen worden sind, haben mich überhaupt nicht überzeugt. Es ist schade, dass Jörg von Essen noch nicht überzeugt ist. Wir denken, wir haben gute Argumente. Es gibt einen gemeinsamen Gesetzentwurf von allen Parteien. Leider hat sich die FDP noch nicht angeschlossen. Jetzt geht es darum, die FDP und Jörg von Essen auch politisch zu überzeugen. Je mehr Menschen unsere Petition unterschreiben, desto höher das politische Gewicht. Und wir hoffen, dass wir letztlich auch die FDP an Bord holen können, damit nach 9 Jahren auch Deutschland als Land 166 die UN-Konvention gegen Korruption umsetzt und Abgeordnetenbestechung in Deutschland auch endlich strafbar wird. Jeder, der schimpft und der auf mich schimpft, hat meine Sympathie. Wir sind nicht Heilige. Deshalb ist es aber wichtig, was Sie zum Beispiel machen, dass Sie für Transparenz sorgen, dass Sie Druck von außen machen auf uns.